Mensch und Roboter, Hand in Hand, das gibt es nicht nur als Vision beim Messen wie der Cebit, das gibt es ganz real bei uns in Köln. Die Ford-Werke sind der erste Automobilproduzent, bei dem in der Montage ein Roboter und ein menschlicher Monteur im Takt am Band zusammenarbeiten. Für den Mitarbeiter ist das ganz praktisch. Er kann schweres Gerät einfach dem Roboter in die Hand drücken. IWA heißt der Roboter, die englische Abkürzung für intelligenter industrieller Arbeitsassistent. Er assistiert André Meindl. Der ist für die Federbeine an der Hinterachse zuständig, im Takt des Bandes. Alle 67 Sekunden machen die beiden dasselbe. Meindl setzt zwei Schrauben auf, gibt IWA das Federbein. IWA nimmt ihm ohne zu murren die schwere Last ab und bringt das Federbein und die Schrauben zum Auto. Und per Knopfdruck schraubt Meindl das Federbein an. Ein Sensor an der Decke sagt dem IWA, wo sich das Auto gerade im Takt des Bandes befindet. Ist das ein freundlicher Kollege hier? Ja. Macht es die Arbeit wirklich leichter, einfacher? Ja, auf jeden Fall. Vorher war es halt viel über Kopf, Schulter. Jetzt halt gar nicht mehr. Ne? Es ist halt fast alles automatisiert. Wie das bisher war, sehen wir gleich gegenüber. Da hat nämlich der zweite IWA heute Pause. Der Kollege, der sich damit auskennt, ist krank. Und so werden hier die Federbeine auf die klassische Art eingesetzt. Federbein einhängen, Schrauber nehmen, sieht auf den ersten Blick auch nicht so schwer aus, belastet aber auf die Dauer ordentlich die Schultern. Deswegen haben die Ingenieure bei Ford hier den automatischen Kollegen aufgebaut. Ich würde nach Möglichkeit noch weitere IWAs einbauen, wo ich der Meinung bin, es macht wirklich in ergonomischer Sicht wirklich Sinn. An welche Bereiche? Momentan habe ich keine detaillierten Plätze, überwiegend an Bereichen, wo man Kopf überarbeitet und wo ergonomische Hilfe gebraucht wird. Die Roboter stehen sonst hinter Glaswänden, wie gefährliche Tiere im Käfig. Wie hier in der Rädermontage. Ein kompliziertes Ballett der Greifarme. Das zu synchronisieren hat beim Aufbau den Ingenieuren viel Arbeit, aber natürlich auch Monteurs Arbeitsplätze überflüssig gemacht. Damals musste der Werker mit dem Manipulator die Räder positionieren. Heute macht das der Roboter vollautomatisch, ohne jegliche Hilfe vom Werker. Hilfe vom Werker. Bei solchen Roboterballetten ist die Zusammenarbeit von Roboter und Mensch schlichtweg nicht möglich. Auch hier bei der Hochzeit, wo die Karosserie, Motor und der Antriebsstrang zusammengesetzt werden. Früher war hier eine Reihe menschlicher Mitarbeiter beschäftigt. Jetzt ist es eine Reihe automatischer Mitarbeiter. Und die werden auch weiter hinter dem Käfig arbeiten. An anderen Arbeitsplätzen aber sollen die freistehenden Roboter wie IWA nach und nach kommen. Überall da, wo es die Arbeit leichter macht und eine wirkliche Hilfe ist. Zu kompliziert, aber dürfen die Arbeitsschritte nicht sein, damit niemand verletzt wird. Was ist, wenn Sie dagegen laufen? Ich meine, bleibt er stehen oder was passiert dann? Ja, je nachdem, wenn man da nachher gegenkommt oder so, dann ja, ansonsten gar nicht. Der Roboter würde sofort stoppen, wenn Meindl ihn berührt. Soll er aber nicht, der Takt läuft ja weiter. Und nichts ist schlechter als ein stehendes Band. Das wird Karl-Heinz Land bestimmt gleich bestätigen. Er ist Unternehmensberater aus Köln, Digitalexperte. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ist das, was wir da gerade bei Ford gesehen haben, die Zukunft oder ist das schon wieder Schnee von gestern für Sie? Also zunächst mal ist es die Realität. Das ist ja genau das, was heute bereits stattfindet. Die Roboter kooperieren mit dem Menschen, also arbeiten mit ihm gemeinsam und nehmen ihm schwere Lasten ab. Sehen Sie die Digitalisierung generell ohne Einschränkungen positiv? Naja, kommt drauf an, was man erreichen will. Wenn man sagt, wird das Auswirkungen auf die Zukunft der Arbeit haben? Ja, dann sage ich ganz klar, wir werden Menschen haben, die keine Beschäftigung mehr haben werden, einfach weil Maschinen die Arbeit erledigen. Aber das ist doch nicht nur positiv, dann fallen Arbeitsplätze weg. Was sollen die Menschen denn dann tun? Genau. Ja, also ich weiß, die Frage ist nicht immer ganz einfach zu beantworten, aber man muss sich natürlich Gedanken machen, ist der Mensch wirklich zum Arbeiten gemacht? Oder gibt es vielleicht auch Dinge, die sinnvoller sind, mit denen er sich lieber und besser beschäftigen könnte als mit Arbeit, wenn er
ein vernünftiges Einkommen hat. Womit und wo soll das Einkommen herkommen? Was ist sinnvoller als Beschäftigung? Gerade aktuell werden ja sehr intensiv wieder Dinge wie das bedingungsloses Grundeinkommen, Bürgereinkommen diskutiert. Und ich bin der Meinung, daran werden wir gar nicht vorbeikommen. Denn in wenigen Jahrzehnten wird die Hälfte der Arbeit, die wir heute so kennen, nicht mehr existieren. Und ich würde sagen, wir wollen nicht in einer Gesellschaft leben, wo die einen Geld und Einkommen haben, Geld und Arbeit, und die anderen eben nicht mehr. Also sagen wir mal, jeder hat so sein Grundeinkommen, 1.000 ja. Euro oder was. Und was ist denn dann eine sinnvolle Arbeit? Was sollen wir denn dann tun, wenn alles die Maschinen machen? Ich bin ziemlich sicher, wir haben viele Dinge, die wir besser machen können. Heute Morgen habe ich gerade von einer Bildungskommission gesprochen. In der Bildung ist so viel zu tun. Es gibt so viele Kinder, die nie eine Chance hatten, einfach weil sie nicht integriert werden konnten in Klassen von 35 Personen. Wenn wir aber Klassen hätten, wo zum Beispiel 3 Lehrer mit 20 Lernenden zu tun hätten, dann hätten die eine ganz andere Beschäftigung, wahrscheinlich eine sehr sinnvolle. Also mehr in die soziale, in die gesellschaftliche, ja, und in absolut. Die... aber was machen zum Beispiel über 1 Million Lkw-Fahrer dann? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Dass auch hier wird es wichtig sein, dass wir Angebote machen, die diese Menschen wahrnehmen können. Ja, weil ich glaube nicht, dass die eine Hälfte sich dann nur noch vors Fernsehen auf die Couch setzen und sonst nichts mehr tun werden. Die Frage ist ja jetzt, wenn Software schreibt, Software programmiert Roboter baut Roboter, das macht doch Angst, diese künstliche Intelligenz, oder? Naja. Ich sag mal, die künstliche Intelligenz würde mir keine Angst machen. Aber mir macht Angst, wenn wir nicht wissen, was wir mit der Zeit und mit dem, was unser Leben eigentlich ausmacht, dann umgehen sollen und was wir dann tun. Schauen wir mal. Wir sprechen uns wieder hoffentlich in 15 Jahren und schauen mal, was passiert ist. Vielen Dank, Herr Land, für Ihre Einschätzung. Vielen Dank. Dankeschön. Bedanke mich. Ja, die Frage ist jetzt, ob Roboter auch irgendwann mal ein Orchester dirigieren. Dafür braucht man doch Gefühl und natürlich auch viel Ahnung von Musik. Die meisten Dirigenten, sie leben diesen Beruf. Wie Hamed.